Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest mit meiner Försterin Mausi, die nicht hier ist. Hast du hier gesagt? Nee, Schnee. Es wird wieder Winter. Ach du Scheiße. Winter auch noch. Muss es denn Winter sein? Dann ist ja dein See bald wieder zugefroren, wa? Ja. Also bei mir ist nur Regen hier. Oh ja, ich friere schon. Das heißt, das Wasser wird wieder knapp. Das ist ja jetzt mega kacke, denn. Ja, das wird ja dann schön für mich. Ja, bei mir fängt es jetzt auch an zu schneien. Hier oben ist schon alles voll mit Schnee. Oh. Ah, Winter ist schon, Kaka? Kaka. Und stimmt, ich habe das ja hier hinten zugemacht. Okay. Damit man besser suchen kann, oder was ist das jetzt hier? Das hatten wir doch vorher nicht. Im Schnee. Ich hab keine Ahnung. So, Mr. K, du hast hier schon die Steine soweit alle hingesetzt, ja? Mach's hier gut. Mach ich jetzt hier das, was wir uns jetzt noch geholt hatten? Nein. Wieder oben drauf. Klebe ich den erstmal dahin. So. Zack. Das ganze Holz ist immer so schnell verarbeitet. Das heißt, ich habe jetzt auch nur die Hälfte meiner Ausdauerbalken. Oh. Oh. Und demnächst gibt's auch kein Wasser mehr. Naja gut, wie lange hält er? Glaube ich 3-4 Folgen? Das weiß ich nicht. Vom ganzen her? Das heißt, du hast jetzt nur 3-4 Folgen, irgendwas auf dem Wasser zu machen. Das heißt, das solltest du dann priorisieren. Ja. Jetzt hast du nur noch die Hälfte deiner Ausdauer. Oh Gott. Nur die Hälfte der Ausdauer. Ah, hier hinten sieht so aus, als wenn der andere See schon zugefroren ist. Ja, der ist schon zugefroren. Dauert also nicht mehr lange, bis deiner auch zufriert. Ja. Oder ich muss einmal aus dem Chang raus. Wie, einmal aus dem Chang raus? Vergiss es. Nachdem der schneller zufriert, oder was? Ja. Sag doch nicht immer gleich, vergiss es. Nee. Heute Eute auf Stacheln ausgelegt, oder was? The Peaks! Was mich sowieso schon wundert. Du hast mich jetzt die ganzen Folgen jetzt, die letzten 7, hast du mich nicht einmal gestichelt. Wer sind sie und was haben sie mit meiner Frau gemacht? Ich
hab dich doch gestuchelt. Ja, aber das war denn so Pillepalle-Sticheln, weißt du? So. Pupsi-Sticheln. Baby-Sticheln. Baby-Sticheln. Normalerweise ist das Armageddon-Sticheln, was du machst. Ja. Bin beschäftigt. Achso, ich bin beschäftigt. Okay, gut. Kann man als... Das ist wichtiger. Also. Ist da nicht wichtig genug. Oh, ja, siehste, ich mein doch Armageddon. Einfach nicht wichtig genug. Ach, hier fehlt sogar noch ein kleiner. Okay, den holen wir uns dann auch gleich. Nee. Für das Sticheln jetzt nicht, das war wieder Armageddon Peaks. Das wolltest du doch. Das hast du sogar gerade vermisst, hast du gesagt. Ja, aber irgendwie auch nicht. Willst du dich mal entscheiden? Nee. Ich kann mich nicht mehr entscheiden. Für mich kommt jede Entscheidung zu spät. So, ich kann hier hinten nochmal den einen reinpieksen. Ah, Schneegestöber. So. Dann holen wir uns den nächsten. Na, obwohl, bevor ich jetzt noch was Neues hole, sollte ich vielleicht erstmal nochmal ein paar Piekser aufstellen. Heidelbeeren. Wo hast du mitten im Winter Heidelbeeren her, die man jetzt noch nicht mal mehr findet, weil du sie in den Dreck gelegt hast? Ach, Mädchen. Übrigens, du wirst, glaube ich, wieder angegriffen. Sie ist gerade bei mir. Gut, das ist soweit voll. Nee, ich wollte Stöcke. Sie ist wieder bei mir. Ja, gut. Ich stell schon weitere Piekser auf. Besser ist es, ne? Ja. So. Hier nochmal. Los, die Dinger nicht umreihen hier, ne? So, ich brauche mal neue Stöcke. Ach, Mr. K setzt sich jetzt hier einfach so zwischen die Tür. Okay. Zwischen Tür und Angel, ne? So. Gut. Ja, taug doch was. Das können wir schon umschmeißen soweit, ne? Wäre nicht verkehrt.
Mal kurz dahin. Ne, ich glaube, ich muss sie erst umknicken, sonst kriege ich den da nicht mehr rein. So. Na komm. Gut, dann heben wir den wieder auf, schmeißen den da drauf. Und dann können wir dich auch nochmal umknicken. Der ist ein bisschen verkehrt gelaufen jetzt. Natürlich, das läuft ja jetzt richtig gut, weil da jetzt andere drei stöhnen. Ah, verdammt. Haben wir falsch gemacht und schon hast du den Salat. So. Okay. Schnell hier auch wieder hoch. Einmal umstechen. So. Na, Mr. K, wartest du schon wieder auf Arbeit oder was? Ja, komm, wir können gleich nochmal in den Wald gehen. So. Aber ich will jetzt erstmal deine wohltuenden Steine hier verarbeiten. Die hast du doch extra so schön für mich gesammelt. Gut. Mich wenigstens ein bisschen sicherer fühlen hier. War? Maus? Ja. Zwar nicht, dass ich die meisten Mutanten damit umbringen kann, aber spielst ja auch wie so ein Kind rum, ne? Einmal auf der Mauer rum. Achso, weil du hier. Ja. Dann wollen wir mal gucken hier. Seh nichts. Ah, die springen sogar bis nach oben. Oh lol. Gut, der erste wurde gepiekst. Der zweite hat die Tür gefunden. Weil ich die Tür auch wieder nicht zugemacht habe. Ich hau mir hier wieder nur alles kaputt. Wie ist denn der bei mir da reingekommen, bitte? Oder ist Virginia? Ja, los, lauf, lauf. Lauf, crouch. Ja, komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist Virginia. Nicht Itte, sondern hilf mal dem Itte da drüben.
Na, vor dem brauchen wir jetzt erstmal keine Angst mehr haben. So, blub, blub, blub. Der ist sogar ganz rausgeplumpst hier. Ach, so geht's dann auf einmal. Ah ja, okay. Haut bloß ab, da. Ja, ich muss da deutlich mehr Spieße aufpacken, damit das wirklich gut funktioniert. Aber wir haben ja eine ganze Rampe Zeit. Breit. Wer ist breit? Ich bin breit. Bin der Breiteste. Jeder, der was anderes behauptet, kennt mich nicht. So. Da nochmal. Ach, Virginia, hallo. Du kommst auch immer, wenn die Party abgesagt wird, ne? Ja, mit der stinke ich da. Verstehe ich. Weißt du, besitzt schon die dicksten Waffen. Und dann versteckt sie sich immer bei Frauchen. Ja. So, nochmal 10. Würde sich sehe jetzt dann auch keine Steine oder so. Ich glaube, die reichen jetzt hier noch nicht aus, um das bisschen hier aufzustocken. Weißt du was, komm. Hohl, Steine. Okay, klappt wieder nicht. Den halt nicht. Schon wieder zu weit von den Holdern weg. Nee, du musst jetzt nicht immer durch dieselbe Tür, in die ich auch will. Das hilft nicht. Das hilft uns doch nicht. So, jetzt reicht's aber. Komm mit, jetzt kriegst du Aufgabe. Okay, so. Du siehst, die Dinger sind wieder leer, das heißt, Hohl, Stein, Behälter füllen. Hohl, Stein, fein. Ja, genau. Hohl, Stein, fein. So. Au. Ja, das war der andere, der Nebenmann. Ja, Problem. Ich werde jetzt keine Steine mehr finden. Das heißt, Mr. K, ich verlasse mich auf dich. Ich glaube, dann bin ich verlassen, wa? Ja. Na gut, dann holen wir uns jetzt hier mal zwei Bäumchen. Ich habe hier zwei wunderschöne Exemplare. Nummer 1. Der hier hinten, der schreit mich doch auch schon förmlich an.
Die Rutschbahn ist so gut wie fertig. Die Rutschbahn? Ja, du brauchst jetzt bei dir nur noch ein Türmchen und dann kann man die Seile verbinden und dann haben wir eine Seilrutsche. Ne? Da ist dein Turm schon so hoch, ja? Ja. Na dann. Na, man muss ihn halt nur sehen können, so ein bisschen, ne? Und der darf halt den Boden nicht berühren, weil sonst kannst du die Rutschpartie ganz vergessen. Sonst bricht er nämlich ab, wenn du die selbst benutzen möchtest. Du kannst sie höchstens für Stämme oder ähnliches benutzen. Oh, Tatsache, den sehe ich schon da hinten. So, machen wir hier wenigstens jetzt. Ja, machen wir den verkehrt hinter. So. Kleide ich hier wenigstens im Winter meinen Boden aus. Für eine Bodenheizung. So. Zack. Zack. Und die letzten vier. Aber wenigstens dieses Holpersteinchen hier nicht mehr. Bevor ich hier drin anfange zu bauen, muss ich ja sowieso zusehen, dass ich erstmal den ganzen Boden auskleide. Ich könnte aber auch den einen Turm schon mal anfangen zu bauen. Oh, ich habe schon wieder eine Horde. Horde Mutanten. Ja. Ja, lass mich. Alter. Du siehst aus wie ein Igel, Kollege. Ah, da hinten haben sie sich schon bald durchgeballt. Stirb doch endlich mal, ich brauch die Pfeile wieder. Jetzt gib mir die... Nein, ich will die Pfeile und nicht die Haut. War's das schon? Nee, da hinten sind noch deutlich mehr. Ah, ich wurde von irgendwas erflogen. Das hat man gesehen. Ich bin fast tot, ey. Ja,
Ja, hast du bald alles kaputt gemacht, ja? Okay, einige sind am Wall gestorben, aber andere haben hier halt noch überlebt, weil das halt alles noch nicht fertig war. Ich war noch nicht mal fertig mit den Steinen. Ah, oh, das ist zum Katzen! Meine Güte. Was? Entschuldigung. Ach, alles gut. Ist doch nicht deine Schuld. Ich weiß, wie frustig das ist. Jetzt darf ich nachher die ganzen Stöcke auf der einen Seite wieder abreißen, damit die hier wieder halbwegs drinne sind. Ah, geil. Komm, die reiße ich jetzt noch die Haut vom Arsch. Naja, aber wenigstens die eine Seite hat ja wenigstens schon mal ganz gut funktioniert. Wenigstens das. Bin ich ja beruhigt, dass das was werden kann. Das ist ein halber. Das ist ebenfalls ein halber. Das ist ein kleiner. Sich schön hier drin verhakt. Also die Hälfte der Horde ist weggestorben an den Dingern. Aber die beiden Bossviecher, die dann immer dabei sind, die sind nervig. Ich brauche dann halt hier noch ein bisschen mehr Fallen oder ähnliches. Aber es hat ja wenigstens schon mal ein bisschen geklappt. Wir sind mal nicht gestorben, Mausi. Stell dir das mal vor. Yay. Jetzt muss der Kleine doch erstmal wieder raus, weil sonst kriege ich die Schräge ja gar nicht rein. Jetzt brauchen wir den anderen, damit ich den da draufsetzen kann. Eieiei, ich brauche neue Stämme. Aber wie gesagt, den einen habe ich ja mit den Kohlefaserpfeilen habe ich ja enorm gespickt. Der sah aus wie ein gepunkteter Igel. Hat die wegtanken können. So viel möchte ich auch mal aushalten mit voller Mutantenrüstung. Zumal das sind Kohlefaserpfeile, das sind ja noch nicht mal die kleinen. Triffst du denn nur ein bisschen am Bauch den Kannibalen, dann stirbt er schon daran. Das ist echt Wahnsinn. Okay. Jetzt wieder Reparaturstämmchen. Ja, es sind halt die Steine ausgegangen. Aber der Rest des Wals hat eigentlich ganz gut geholfen schon mal. Muss bloß für die Eingänge halt nochmal ein bisschen mehr hinzufügen. Dass man da dann irgendwie nicht mehr so leicht reingehen kann. Na, vielleicht gibt es ja dann noch mal demnächst irgendwas in der Richtung. So, ich gebe dir jetzt noch mal eine Chance, Seilrutsche, enttäusch mich nicht. Die 4 wirst du ja wohl. Okay, 5. Wirst du ja wohl da hinten richtig rein sortieren kriegen. Aber wie will man denn jetzt die Springenden abfangen? Man könnte oben vielleicht nochmal vielleicht was hinpacken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
So, jetzt haben wir hier wieder den halben drin. Dann kommt hier wieder die Bank drin. Zack. Nehmen wir erstmal die hier hinten raus. Die keinen, na gut, könnte vielleicht doch ausreichen mit den kleinen Billibru. Also sich ja immer dran stoßen und dann immer zurückgestoßen werden. Ich hätte die halt aus Stein machen müssen. Bloß im Winter findest du ein bisschen schwer Steine. So, den einen nehmen wir ja auch ab. Ja, gib her. Irgendwo fehlt hier immer ein Brett. So, jetzt müssen wir hier wieder die Tür reinklatschen. Hä? Innen? Hä? Okay. Wieso nimmt er die denn jetzt alle raus? Was macht er denn hier? Muss ich jetzt eine komplett neue Tür reinklatschen oder wie? Oh Mann, weil da einzelne drauf standen oder was? Muss eine komplett neue Tür bauen. Ja, das ist ärgerlich. Dann bauen wir halt eine neue Tür. Not, ich habe ganz viel Feuerholz. So, die halben kriege ich ja hier wieder rein. Ich werde nochmal gucken, ob hier noch irgendwas beschädigt ist. Aber sieht nicht so aus. Sieht alles wieder gerade aus. Dann nehmen wir den raus. Zack. Mein Vorteil ist ja, ich bin der Erbauer, das heißt, ich weiß, wie ich das schnell wieder aufbauen kann. Ne, Maus? Ja. So, einen brauchen wir noch. Klappen wir da wieder raus und dann passt das. Ah, hier die Tür gleich wieder drin. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und fünfmal. So. Ich kann ja später dann weiterverwenden. Es ist schon wieder gleich dunkel. Schon wieder Folgenende, Maus, ne? Das ist der Wahnsinn. Das geht immer so schnell, ne? Ja gut, man wird ja auch permanent angegriffen. Man hat ja noch nicht mal seine Ruhe hier. Ne, hat er die Tür wieder falsch reingesetzt? Aua, Mr. K. Lass mich hier durch. So. Jetzt. Ich brauche nochmal einen Stock. Aber wenigstens hat die Tür hier ein bisschen gehalten. Auch wenn es jetzt nicht viel war. So, jetzt können wir nochmal gucken. Da fehlen jetzt so ein paar Piekser. Bin echt am Überlegen. Wir könnten ja dann eigentlich so sowas hier noch machen. Wieso kann ich den da nicht draufstellen? Fehlt da einer? Nee. Hier kann ich ihn auch nicht draufstellen. Aber hier. Na, muss ich nochmal überlegen, wie ich das dann da am besten mache. So. Hier müssen wir nochmal wegpacken. Oh,
Was für Schweineduster jetzt. Dank dem Schnee sehe ich noch 5 Meter weit. So, da hatten wir jetzt die drinne. Das heißt, ich müsste dann ja hier und... Huch. Stand was im Weg. Ja, dann müsste hier der gerade rein. Also so. Und so. Nee. Ja doch. Doch. War nur ein Denkfehler. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.